Herzlich willkommen bei Freizeitmobile Gulde. Ich bin Stefan Schmidt, Verkaufsberater bei Freizeitmobile Gulde, aber vielleicht kennt ihr mich ja jetzt mittlerweile schon. Wir haben heute hier bei uns in der Firma den neuen Detlefs Just Go vor uns stehen. Wir haben schon verschiedene Modelle hier bei uns in Engen stehen und ich hoffe, ihr schaut sie euch alle mal an. Der Just Go besticht durch sein Fahrerhaus das Fahrzeug, das Basisfahrzeug Ford Transit, besticht hier mit der Variante mit den zwei Längsbetten und einem optionalen Hubbett dazu, welches wir anwählen oder auch weglassen können. Unser ausgestelltes Fahrzeug hat das Hubbett mit drin, das schauen wir uns nachher von innen mal an. Der Ford dürfte euch auch durch mehrere Videos schon bekannt sein. Hier haben wir jetzt den homologiert auf Heavy Duty mit 160 PS und haben hier einmal das Schaltgetriebe ausgestellt. Natürlich optional auch mit Automatik zu bekommen. Detlefs hat für uns ein sehr schönes Komfortpaket geschnürt mit sehr umfangreicher Ausstattung, sowohl im Wohnbereich als auch im Ford-Bereich. Der Ford Transit kommt hier schon direkt mit sehr viel Ausstattung mit. Wir haben zum Beispiel die beheizte Frontscheibe, haben schon den Notbremsassistent aktiv, den kamerabasierten mit an Bord, haben den Regensensor, den Lichtsensor mit dabei und viele Ausstattungsdetails, die schon im Preis enthalten sind. Ebenso hat Ford die schönen schwarzen Alufelgen mit bei unserem Fahrzeug schon mit drauf, sodass das Fahrzeug einfach auch von außen eine sehr schöne Optik mit sich bringt. Kommen wir zu unserem Detlefs Aufbau. Der Aufbau bei diesem Fahrzeug, bei unserem schönen Just Go, hat Detlefs verschiedene Pakete geschnürt. Es gibt das Fahrzeug mit dem sogenannten Paket One, wo wir dann hier auch eingebaut haben, mit der Markise, mit der Satellitenanlage, Fernseher, Rückfahrkamera und so weiter. Es gibt dann verschiedene Winterpakete, um das Fahrzeug zu komplettieren und auch für die speziellen Bereiche dann nutzbar und besser nutzbar zu machen. Am Aufbau möchte ich euch zuerst die schöne breite Aufbautür zeigen. Bei Detlefs haben wir einen ausfahrbaren Einstieg mit dabei, eine 70 cm breite Aufbautür mit Fenster dabei und natürlich auch mit Fliegengittertüre und der dazugehörigen Zentralverriegelung von der Aufbautüre. Heute am 20. Dezember 2022 haben wir das Fahrzeug zu einem tollen, richtig tollen Preis mit einer sehr, sehr umfangreichen Ausstattung, worauf ich in dem Video noch weiter eingehen werde. Der Preis ist aktuell zurzeit bei 81.500 Euro und wie es in einem Jahr aussieht, können wir alle nicht vorhersehen, aber wir hoffen, dass die Preise jetzt in der Zeit etwas stabiler bleiben, als es in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit gewesen ist. Das Fahrzeug hat aber durch seine hochwertige Ausstattung, auch hochwertige Verarbeitung, wir haben eine Außenhaut aus GFK komplett ringsherum, Dach aus GFK, schon sehr viel mit an Bord. Auch wieder der große Kühlschrank mit 142 Liter, Absorberkühlschrank, der über 12 Volt, 230 Volt und Gas betrieben werden kann und der sich auch automatisch über das IS-System einstellt. Gleich nebenan haben wir unsere Kassettentoilette, auch wieder von Tedford, unser bekanntes System mit dem ausziehbaren Wägelchen, mit den kleinen Rädchen dran, wo wir bequem die Toilette zum Entleeren verbringen können und was es sehr praktisch macht. Detlefs arbeitet mit sehr schön flach anliegenden Rahmenfenster, was dem Fahrzeug eine sehr schöne Außenoptik bietet und natürlich auch eine sehr hochwertige Fenstervariante ist. Die Fenster von Polyvision sind bei diesem Modell im Aufpreis zu bekommen. Wir bestellen diese bei uns im Haus fast immer schon gleich mit. Der übliche Stromanschluss von außen Landstromanschluss mit 230 Volt, um das Fahrzeug vollwertig zu nutzen. Auch sehr schön mit einer Klappe integriert in die Seitenwand. Und einmal zum Anstecken.
Kann man sehr praktisch kombinieren mit einem Schuko-Anschluss, sodass man den Strom draußen unter der Markise auch gleichzeitig nutzen kann. Wassereinfüllstutzen, um dem Fahrzeug das Brauchwasser zuzuführen, von außen mit einem Schlauch oder mit einer Gardena-Dose, absolut möglich und auch praktisch. Das Fahrzeug T7055 EB von der Serie Just Go hat zwei sehr große, großzügige Garagentüren, um den sehr geräumigen Stauraum zugänglich zu machen, von links und von rechts. Hier bringen Sie auch ohne weiteres ein schönes E-Bike unter und alles Utensil, was ihr mitführen wollt in eurem Urlaub. Zugänglich hier hinten auch sehr praktisch mit den zusätzlichen Fächern in der Rückwand haben wir hier die Möglichkeit, an unseren Wassertank heranzukommen, um eine Reinigung oder eine Entleerung herbeizuführen. Gerade im Winter wichtig für den Bereich Entwässern, damit es im Winter keinen Frostschaden gibt. Beleuchtung in der Heckgarage, 230 Volt Steckdose, alles vorhanden, sodass das Fahrzeug auch praktisch genutzt werden kann. Auch auf der anderen Seite haben wir eine sehr großzügige Stauraumklappe, um den Stauraum auch von dieser Seite sehr bequem zu beladen und an die Fächer heranzukommen. Detlefs hat seinen Just Go Modellen ein sehr sportliches und zeitloses Design an der Heckwand beschert. Sieht sehr bullig und sehr schön aus, gefällt mir sehr gut. Oben sehen wir unsere Schiene, Multifunktionsschiene. Hier können wir gleich einen Fahrradträger mit anbauen. Und daneben seht ihr unsere schöne Rückfahrkamera, die uns das Bild nach vorne projiziert. Auf der linken Fahrzeugseite angekommen, zeige ich euch unseren Gaskasten, den wir hier sehr praktikabel in einer sehr bequemen Höhe bedienen können. Bei dem ausgestellten Modell jetzt schon ausgestattet mit einer Duo-Control, einer Gasabschaltanlage, die auch die Flaschen wechselt. Wenn die erste Flasche leer ist, schaltet er auf die Reserveflasche um. Versehen mit einem Crash-Sensor, sodass wir das Gas auch während der Fahrt benutzen, also heizen oder den Kühlschrank betreiben können. Weiter vorne haben wir unseren Abgaskamin von der Heizung, auch wieder mit einem Schalter am Fenster versehen, damit die Abgase nicht ins Fahrzeug einziehen können. Sobald wir die Heizung anhaben und das Fenster öffnen, geht die Heizung auf und Störung. So, jetzt nehme ich euch aber mit herein in den schönen neuen Just Go. Ihr werdet überrascht sein, wir haben eine richtig tolle Innenoptik. Durch die breite Eingangsstufe, auch super zum Einsteigen, breite Eingangstüre. Sehr bequem zum Durchgehen, auch wenn man mal was in der Hand hat, um das Fahrzeug zu erklimmen. Als Basis unseres Just Go Modells haben wir den Ford Transit mit der 160 PS Variante und hier jetzt schon im Fahrerhausbereich mit diesen Assistenzpaketen, wie vorher schon erwähnt. Zusätzlich haben wir hier jetzt noch gewählt das große Zenec-Radio, was euch auch dann die Rückfahrkamera überträgt hier nach vorne und natürlich auch als Apple CarPlay oder Android Auto Modell direkt hier das Navigationssystem eures Smartphones spiegelt auf dieses Gerät. Ebenso können wir dieses relativ einfach mit einer Navi-Karte zusätzlich als Offline-Navigationssystem erweitern. So, in unserer geräumigen Sitzgruppe angekommen. Wir sehen unsere tollen Sitzbezüge von Detlefs, die in einem türkisblau und grau gehalten wurden. Wie ich euch schon draußen versprochen habe, wirklich ein Hingucker. Sehr schön und trotzdem schlicht gehalten. Auch im Aufbau als Highlight haben wir dieses Dekor, was einer Filzoptik oder einer Filzoptik sehr nahe kommt, was dem Wagen ein sehr modernes und trotzdem ein angenehmes und heimeliges Flair verleiht. Die Sitzgruppe ist hier in der L-Variante als EB angelegt, sodass wir zwei Sitzplätze in Fahrtrichtung sofort zur Verfügung haben mit dem fünften optionalen Sitzplatz auf dem kleinen Hocker, den wir neben der Türe sehen. Die Tischplatte ist auf einem Einsäulentischfuß verbaut, sodass wir diesen auch wirklich bequem zu uns
bringen können und mittig gestalten können, sodass man auch hier gut zu viert oder sogar zu fünft Platz findet an der schönen geräumigen Sitzgruppe. Serienmäßig in unserem Just-Go-Modell auch wieder ein schönes, großes Skyroof-Dachfenster mit natürlich dazugehörigen Verdunklungs- und Fliegengitterrollos. Dabei auch ganz toll zum Lüften. Ich zeige euch das mal, wenn wir das Fenster komplett aufstellen können und befestigen. So. Oder wir wählen das Fahrzeug mit dem optionalen Hubbett. Dann sind die Stauschränke unten am Hubbett angebracht und wir können das Hubbett elektrisch nach unten senken, was ich euch gleich noch zeigen werde. Zuerst zu den Stauschränken. Wir haben hier geräumige Stauschränke angebracht, damit man auch die Kleidung für die mitfahrenden Personen unterbringen kann. Bei Detlefs positiv zu erwähnen ist die Hochwertigkeit des gesamten Möbeljahrs, die Verarbeitung im Bereich der Umleimer und natürlich auch mit den sehr guten Hefele-Scharnieren, sodass wir die Klappe fallen lassen können und diese mit Soft Close dann schließt. Eine Besonderheit haben wir bei unserem Detlefs Hubbett. Wir haben hier eine optische Klappe mit eingebaut, damit wir das Hubbett tiefer fahren können über die Kopfstütze hinweg, damit das Bett einfach weiter hinunter geht und eine bessere Zugänglichkeit da ist. Sehr gerne zeige ich euch, wie das Hubbett elektrisch hinunterfährt. Die Bedienung haben wir hier unten, einmal auf den Pfeil nach unten gedrückt, fährt das Bett sehr zügig nach unten. Bei Detlefs auch wieder sehr schön gemacht mit einer Dachluke direkt oberhalb des Bettes mit Beleuchtung und sogar einem zusätzlichen Vorhang, um hier oben nochmal abdunkeln zu können. Die Leiter findet auch während der Fahrt auf dem Bett schon Platz, sodass wir diese nicht unterbringen müssen. Das Bett kann wieder hier beim elektrischen Bett stufenlos höhenverstellt werden. Bedeutet, ich muss nicht ganz nach unten, um einfach eine mögliche Sitzhöhe weiterhin nutzen zu können. Ich zeige das euch mal schnell. Bisschen nach oben gefahren und schon kann ich hier unterm Bett abends noch bequem sitzen, kann den Tisch zu mir holen und habe hier die Möglichkeit, meine Sitzgruppe weiter zu nutzen. Direkt über der Eingangstüre sehen wir auch unser Panel, an dem wir Wasserstände, Batteriestände, ich zeige euch das mal kurz, zentraler Hauptschalter, um das Fahrzeug zu beleuchten. Wir haben hier die Möglichkeit, die Aufbaubatterie anzeigen zu lassen. Wir hängen jetzt natürlich am Landstrom. Dadurch haben wir Ladung auf die Batterie und auch die Starterbatterie wird hier geladen. Frischwasser- und Abwasserstand kann auf Knopfdruck angezeigt werden, immer im Bereich 25, 50, 75 und 100%. Und das hier ist die Anzeigeeinheit der Duo-Control. Diese ist optional erhältlich, bei der uns angezeigt wird, ob wir noch auf der ersten Gasflasche sind oder ob es schon umgeschalten hat auf die Reservegasflasche. Nebenan unsere TV-Ecke. Ganz vorneweg der Fernseher, den wir hier im Endeffekt sehr schön drehen können, um diesen zugänglich zu haben von der Sitzgruppe aus und haben hier dann auch gleich noch die Bedienung unserer Heizungsanlage sehr gut zugänglich und in Stehhöhe gut angebracht. Unser Kühlschrank ist der 142 Liter Variante von TED vor Ort mit 3 Einlegeböden, Absorberkühlschrank, Trivalent und wir haben unten die schöne geräumige Schublade für Getränke, um diese perfekt kühlen zu können und da dran zu kommen. Ausgestattet mit einem Tiefkühlfach und alles in einer sehr schönen Größe, für eine Familie absolut ausreichend. Unser Küchenbereich in unserem Just Go mit einer sehr geräumigen Oberschrankklappe, um Gläser etliches unterzubringen. Wir haben genauso in der Küche unser perfekt integriertes, in die Wand integriertes Schienensystem. Hier gibt es ganz viele Zubehöre von Detlefs zu kaufen. Ein Gewürzregal, ein Küchenrollenhalter, ein Alufolienhalter und so weiter und so fort, damit man seine Küche nach seinen Wünschen ausstatten kann.
Auch sehr schön bei Detlefs. Der Zweiflammkocher ist ausgestattet mit Piezozündung und wir haben einen sehr schön hohen Wasserhahn, was sehr praktisch ist, damit man gut einen Topf befüllen kann oder hier arbeiten kann, spülen kann. Sehr schön geräumig die drei großen Schubfächer. Einmal die Besteckschublade mit Besteckeinsatz und dann nochmal zwei sehr großzügige Schubladen, auch wieder mit Softclose, sodass wir diese möglichst leise und komfortabel schließen können, so wie die Oberschrankklappe auch. Hier haben wir dann die Unterschranktüre mit integriertem Abfalleimer, sehr praktisch in der Türe, direkt Griffbereich in der Küche zu haben. Hier haben wir sehr viel Platz, auch mal für große Sachen, eine Kaffeemaschine oder ähnliches, um diese bequem unterzukriegen. Und auch integriert zwei Steckdosen 230 Volt direkt hier, um in der Küche zu arbeiten. Auf der anderen Seite nochmal eine sehr großzügige, geräumige Schublade unter dem Kühlschrank angebracht, sodass man hier alles, was man in der Küche verstauen möchte, auch bequem unterbringt. Lasst uns weitergehen in Richtung Badezimmer und ins Schlafzimmer. Die EBE-Variante ist immer ausgestattet mit unseren zwei sehr geräumigen Einzelbetten, die wir durch einen Auszug sehr einfach zu einem sehr geräumigen Riesenbett umfunktionieren können. Mit dazugehöriger Matratze bei Detlefs in herausragender Qualität, in einer Dicke von 17 cm und schon mit einem 3-Mesh-Kaltschaum ausgestattet. Im Badezimmer angekommen können wir natürlich, wie bei diesem Grundriss üblich, die Nasszellentüre schließen. Hier gibt es zu erwähnen, dass wir dann ein sehr geräumiges Bad haben, ein Raumbad haben, und Detlefs stattet dieses mit einer richtigen Türe, mit ordentlicher Metalltürklinke und einem Magnetschloss, Fallenschloss aus, sodass wir hier auch einen richtig sauberen Verschluss haben. Die Dusche, sehr geräumig, mit einer doppelflügeligen Türe. Ich kann gleich mal für euch noch einsteigen, dass ihr seht, dass man hier also bequem Platz hat und auch von der Höhe ausreichend, um bequem zu duschen. Mit einem sehr schönen, großzügigen Duschkopf. In der Dusche angekommen, einfach, dass ihr euch vorstellen könnt, dass auch ein Mensch mit 1,80 Meter gut hier drin sich duschen kann. Von der Breite her sehr ausreichend und im Endeffekt sehr praktisch. Auf dem Boden serienmäßig der Holzrost mit dabei. Diesen nimmt man normalerweise vor dem Duschvorgang heraus und kann untertags einfach bestimmte Sachen in der Dusche unterbringen. Die Dusche nutzt man natürlich, wie auch die obere Stange schon zeigt, auch gleichzeitig tagsunter als Kleiderschrank, um bestimmte Sachen aufzuhängen oder ein Handtuch zu trocknen. Unser geräumiger Waschtisch. Wir haben hier sehr viel Abstellfläche, schönes tiefes Waschbecken, Wasserhahn. Zwei Becher sind dabei, sind jetzt noch nicht ausgepackt, weil das Fahrzeug erst frisch bei uns eingetroffen ist. Und auch ein Highlight oben ist unser verschiebbarer Spiegelschrank. Verschiebbar, wir haben hier die Zugbänder, um Sachen zu fixieren während der Fahrt. Und die andere Seite des Spiegelschranks kann ich ganz bequem aufziehen, um dann hier die Sachen unterzubringen. Hier oben die Sachen reinzustellen, Haarspraydose, Rasierschaum, was auch immer. Und dann können wir das wieder sauber verschließen und arretieren. Auch die Toilette, sehr praktisch und geräumig in der Ecke angebracht, ist drehbar, sodass wir hier uns bequem Platz nehmen können. Und auch als große Person, um es euch mal zu demonstrieren, habe ich hier wunderbar Platz, auch mit meinen Knien, um hier mein Geschäft zu erledigen. Unseren Bettbereich möchte ich euch noch mal etwas näher bringen. Wie vorhin schon gesagt, mit sehr tollen und qualitativ hochwertigen Matratzen. Detlefs verarbeitet sehr tolle Ottenlattenroste von der Marke Otten. Und wir haben hier hinten natürlich unter, wie es üblich ist bei den Einzelbettenwagen, unter jedem der
Fußteile, einen geräumigen Kleiderschrank mit einer Hängestange, sodass wir hier auch beidseitig die Kleidung hineinhängen können. Falls ihr euch wundert, die Stange oben ist mit einem Schlauch überzogen, was sehr intelligent gelöst ist, da wenn ihr nur ein paar einzelne Bügeln da drauf hängen habt, würden diese ja immer hin und her rutschen. Und Detlefs macht hier einen Schlauch darüber, dass diese Bügel fixiert sind während der Fahrt. Im Heckbereich unser geräumiges 70x50 Midi-Heki, eine etwas vergrößerte Dachluke, damit man hier hinten ordentlich gut lüften kann. Zwei sehr schöne, großzügige Fenster, Rahmenfenster, wie von außen schon gesehen, die mit dem Verdunklungsplissé und natürlich auch dem Fliegengitter ausgestattet sind. Die Fenster sind im Alurahmen und nochmal zusätzlich mit einer Drucksicherung gesichert, was nochmal zur Sicherheit beim Fahrzeug beiträgt und dann auch hier wunderbar ausstellbar. Ganz hinten haben wir unterhalb dem Oberschrank jeweils eine Leseleuchte mit Sensor-Touch-Funktion und haben hier dann auch unsere Heckstauraumklappen, die komplett über die gesamte Breite schön beladbar sind. Rechter Hand im Fahrzeug noch eine 230 Volt Steckdose. Ja, hier an den Heckbetten. Und zusätzlich hier in der Mitte unter dem Oberschrank eine Doppel-USB-Steckdose, um auch wieder das dazugehörige Smartphone zu laden. So, als Fazit zu unserem schönen neuen Just Go 7055 EB würde ich sagen, ein sehr gelungenes Fahrzeug von Detlefs mit einer sehr hochwertigen Ausstattungsqualität. Perfekt für zwei und mehr Personen, um zu verreisen, mit dem großzügigen Badezimmer, der wirklich großen Dusche, den langen und auch wirklich großzügigen Einzelbetten, die man mit einem Handgriff noch zu einem Doppelbett umbauen kann, perfekt nutzbar. Ganz besonders gefällt mir die Raumtrennung, die hier sehr, sehr hochwertig ausgeführt wurde mit dieser Klapptüre, um doch mal, falls ihr einen anderen Rhythmus habt als euer Partner, einfach mal länger liegen bleiben könnt oder mittags mal abliegen könnt und es wird keiner von dem anderen gestört. Ich hoffe, euch gefällt unser Just Go genauso gut, wie er mir gefällt, mit der modernen Holzoptik und dem schönen Filzdesign und würde mich freuen, euch den Wagen hier in Engen bei uns zeigen zu dürfen. Euer Stefan Schmidt von der Firma Freizeitmobile Gulde.